Also, heute bin ich in São Paulo, noch nie ungeschminkt. Das habe ich eigentlich für die Clara gekauft, aber ich weiß nicht, ob ihr das gefällt. Also, jetzt checke ich mal mein Geld und meine ganzen Sachen. Also, erst einmal ist die Geige noch da. Die ist aber noch nicht ganz abbezahlt. Jetzt habe ich da noch so einen Leihkaufvertrag mit dem Alexander Grünert. Theoretisch will der noch, ich glaube, 70, 700 Euro oder so kriegt er noch. So, dann habe ich irgendwie gut 1650 Reals. Was habe ich gezählt? 4, ich gucke halt, 450 Euro oder so. Zwei Handys, die nicht funktionieren. Drei Portemonnaies, die habe ich jetzt total geleert. Im Badezimmer so ein bisschen Zeugs. Ein schwarzes Kleid, das hatte ich in Yundiai 3 Tage lang an. Und mein schönes Kleid, mein afrikanisches. Mein Start in Paris. Dann habe ich hier 2 Kleider. Das kleine kurze, das mit den langen Ärmeln, die Tasche, ein Regenschirm, eine dicke blaue Jacke. Dann den Koffer. Diese Tasche hier, die ist ziemlich praktisch, aber die habe ich ein bisschen überstrapaziert. Mein Laptop, meinen Rückflug für den 10. Oktober 15:10 Uhr von São Paulo nach Paris. Booking Nummer LGUFMH. So, dann hier 2 Telefonnummern. Alfreds Katalog. Hier die genaue Liste. Das Buch und mein Reisepass. So, ich glaube, das ist. Ach so, na, hier kommt noch mein Schmuck. Eine echte Perlenkette, 2 wertvolle Steinketten. Und eine ganz wertvolle, hier diese kleine Kette, die ist fast 500 Euro wert. Diese Brosche, das glaubt man gar nicht, aber das hat Sammlerwert. Und dann habe ich da meine neue Kochmütze. Aber das ziehe ich später an. Und eine schöne Schürze. Ja, das ist es ungefähr. So schaut es hier aus. Mich echt ein bisschen zurecht machen. Aber das ist kein, das ist nur ein Check, ein Sicherheitsvideo. Okay. Also das Wichtigste und Wertvollste, was ich mit habe, ist die Geige. Und natürlich mich. Dieses neue Buch von mir. Ab nach Paris habe ich auch mit und ein Tagebuch. Ah, und noch die Kreditkarten. Miles & More, meine Krankenkassenkarten, mein Reisepass. Mein Personalausweis hat die Nummer LF08HPHLF7. Die Nummern muss ich nochmal aufschreiben, alle. Dann habe ich auch meine Reiterlizenz hier. Gut, soweit ein kurzer Check. Achso, hier ist noch ein bisschen Zeugs. Kleider. Und dann habe ich noch ein Mischpult mit. Und die 2 Stangen. Das muss ich jetzt genau sortieren. Jetzt mache ich mich erstmal schön.